diese Frau ist Single. Würden Sie sie treffen wollen? Ja, warum nicht? Sieht ganz nett aus. Das sieht meiner Frau sehr ähnlich. Das, ja, von dem her gerne, klar. Ja, durchaus. Klar, macht einen freundlichen, offenen und ja, macht einen netten Eindruck. Warum nicht? Ja, kann man ja, kann man sich ja mal kennenlernen. Ne? Macht eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck. Schöne Augen und eine richtige Ausstrahlung. Wichtig wäre einfach, dass für die Zeit, wo das entsteht, eine gewisse Form von Harmonie da ist. Wirkt freundlich und nett. Ich kenne mich mit Gala und solchen Dingen 0,0 aus. Ist sie berühmt? Und hier ist sie. Herzlich willkommen, Andrea Rasé. Dankeschön. Ja. Berühmt sind Sie noch nicht. Möglicherweise kommt das noch, aber Sie sind Single. Und das kann man kaum glauben, schon seit einigen Jahren sogar. Es liegt ganz offensichtlich nicht an dem fehlenden Interesse, denn jetzt die Männer in der kleinen Umfrage, die hätten Sie ja alle gerne kennengelernt. Haben Sie selber eine Erklärung dafür, woran es liegt? Also die Herren zum Beispiel, die waren jetzt ja auch ganz, ganz nett und alle, jeder für sich, glaube ich, auch sehr sympathisch. Ein, zwei davon wären bestimmt auch in die nähere Auswahl gekommen. Aber insgesamt ist das heutzutage etwas schwieriger, würde ich sagen. Mhm. Darauf, warum und was es so schwierig macht, kommen wir noch. Aber das heißt also, wenn ich das nochmal so zusammenfassen kann, Sie hätten schon den einen oder anderen da auch getroffen von den Männern. Auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, sagen wir mal so. Ich bin immer sehr schnell im Ausschließen. Was ist denn so ein Ausschlusskriterium Nummer eins bei Ihnen? In den ersten zwei Sekunden entscheidet sich das, ob jemand einem sympathisch ist oder jemand irgendwie eine gewisse Art von Sexappeal dabei ist und man sich näher kennenlernen möchte. Und man, würde ich sagen, bei 90% der Begegnungen kann man schon sagen, da wird nichts draus. Das weiß man gleich. Also da muss man auch nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich muss sagen, bei mir habe ich das erst ein paar Mal später erst gemerkt. Das also stimmt. Mir waren schon viele sympathisch und dann aber so irgendwie mit der Zeit habe ich dann gedacht, so, nee, ah, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Deswegen hatte ich sie so nach diesen Top-Knockout-Kriterien gefragt. Allerdings haben Sie als Mann auch eine bessere Auswahl. Ich finde, es gibt viele tolle Frauen. Also ich begegne ständig ganz, ganz vielen tollen Frauen, wo ich immer denke, warum sind die denn noch Single? So viel super Auswahl an Männern, finde ich, gibt es nicht immer unbedingt, finde ich. Wir wollen dieses Thema heute mal ein bisschen vertiefen. Mal gucken, ob es wirklich so viel gute Auswahl gibt. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist die Tatsache, dass Frau Rasé mit dem Single-Dasein nicht alleine ist. Besonders in den Großstädten leben sie, die Singles. Und es werden immer mehr. Jede fünfte Person in Deutschland lebt inzwischen allein. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Alleinlebenden um sage und schreibe 40% angestiegen. Doch warum leben immer mehr Menschen allein? Weil ich es gut finde. Ich habe die richtige Frau noch nicht gefunden. Na, haben uns getrennt. Ich war 17 Jahre mit meiner Frau zusammen und dann haben wir uns auseinandergelebt. Das Problem ist im mittleren Alter zwischen 35 und 65 Jahren bei Männern und Frauen nicht gleich verteilt. Im Schnitt sind es mehr Männer, die allein leben. Während bei Männern eher Schlechtverdienende allein bleiben, sind es bei Frauen vor allem die Gutverdienenden. Alleinlebende Frauen ohne Kinder arbeiten häufiger Vollzeit. 17% haben sogar eine Führungsposition inne. Bei Frauen mit Partnerschaft und Familie sind es nur 13%. Während junge Frauen ihre Unabhängigkeit genießen, sind reifere Frauen anspruchsvoll. Kompromisse machen wollen sie bei der Partnerwahl nicht. Lieber bleiben sie allein. Es gibt zwar einen steigenden Trend zum Single-Dasein, aber die meisten Menschen glauben an die Liebe fürs Leben. Als überzeugte Singles verstehen sich nur die wenigsten. 90% der befragten Singles hoffen auf einen Partner fürs Leben. Ja, zu den 90% gehören auch Sie, Frau Rasé. Was glauben Sie denn, warum es letztlich immer mehr Singles gibt heutzutage? Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden? Also insgesamt sind Menschen heutzutage, glaube ich, nicht mehr so kompromissbereit oder
Heutzutage scheint es so leicht zu sein, einen neuen Partner zu finden. Er ist anscheinend nur im Internet einen Mausklick entfernt. Man braucht ja nur mit dem Finger schnipsen und zack hat man schon wieder die neue Auswahl. Was Besseres, Schnelleres, Perfekteres zu finden und ist mit dem, was man hat, vielleicht nicht zufrieden. Und das ist, glaube ich, ein Irrglaube. Aber das weiß man erst, wenn man mal eine längere Zeit auf dem Markt sich umschaut. Mhm. Nun kommen wir auf Sie zu sprechen. Also Sie sind jung, Sie sind attraktiv, Sie sind Managerin, auch erfolgreich. Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass die Menschen einfach, also zum einen die viele Auswahl, die sie haben, und dann können sie sich nicht entscheiden, aber dass sie vielleicht auch zu viel arbeiten? Viele von ihnen? Also das stimmt. Sie? Also ich muss schon sagen, da muss man natürlich auch für Verständnis haben, dass ich einfach viel weg bin, viel unterwegs bin und überdurchschnittlich viele Stunden in meinem Job involviert bin. Und damit gehe ich auch nicht so viel raus. Und habe auch manchmal nicht so viel Lust, einfach nur mal dauernd dann in meiner Freizeit dann Party zu machen, weil ich schon jobbedingt so viel unterwegs bin. Also, aber es gab ja wohl mal eine Zeit lang einen Mann, der das alles vereint hat und der damit gut umgehen konnte. Denn wenn ich richtig informiert bin, sind Sie verheiratet? Gewesen. Genau, gewesen, sehr richtig. Würden Sie uns verraten, woran das gescheitert ist? Also, das war meine Jugendliebe und mit 18 kennengelernt, sehr, sehr jung. Und 15 Jahre zusammen gewesen und nach 15 Jahren verändert sich ein Mensch, beziehungsweise das Paar verändert sich. Wir haben uns natürlich in der Studienzeit oder Schule, Studium über, haben wir das Leben miteinander geteilt und am Ende entwickelt man sich auch beruflich und am Ende fehlte uns sehr viel das Paar sein, das einfach Mann und Frau sein, weil wir einfach so viel unterwegs waren. Ich habe weit weg gewohnt, unter anderem auch beruflich bedingt. Da bleibt so ein bisschen was auf der Strecke. Also es sind geografische Aspekte, die passen müssen. Ja. Man muss mit ihrem Job zurechtkommen. Ja. Nennen Sie noch mal so ein paar Kriterien, damit wir der Sache näher kommen. Also wie kann man Ihr Mr. Right werden? Okay, wenn ich mir einen backen dürfte, ja? Genau. Dann muss ich sagen, muss er mich definitiv zum Lachen bringen. Humor ist unglaublich wichtig. Wenn das nicht da ist, dann geht, glaube ich, gar nichts. Weil das ist auch jederzeit ein Door-Opener, glaube ich. Ich glaube, das würde ich jedem Mann auf jeden Fall als Ratschlag mitgeben. So wie der, Entschuldigung, bei der Umfrage wieder sagte, es müsste am Anfang schon so etwas wie eine Harmonie da sein. Das stimmt. Das, mir wäre das ja total unwichtig. Ja, so ein bisschen Harmonie wäre da ganz klein bisschen Ratschlag. Okay, Humor, ja. Humor. Also Humor, ich finde, was für mich sehr sexy wirkt, ist Intelligenz. Mhm. Also wenn der Mann sehr belesen ist und mir die Welt erklären kann, dann kann ich nicht genug von ihm haben. Wenn er einfach, mir alle meine Fragen in meinem Leben beantworten kann, dann finde ich das unglaublich wichtig. Und dann das hat ist er aber schon ein hoher Anspruch, alle meine Fragen. Ja, ich habe leider viele Fragen im Leben. Ja. Haben Sie schon mal an einen Moderator von Wissenssendungen gedacht? Also ich kann mir gut vorstellen, ich muss mir einfach vorstellen können, wenn ich mit dem eine lange Zeit verbringen möchte, kann ich im Alter, wenn ich 85 verschrumpelt in meinem Schaukelstühlchen neben ihm sitze, immer noch über das Leben philosophieren. Und das finde ich sehr wichtig. Und wenn da keine Leere entsteht, finde ich super. Seien Sie gespannt, wie das öffentliche Flirten zwischen mir und Frau Rasé gleich weitergeht. Erstmal gucken wir uns drei Damen an, die, ja, sag ich mal, sich einen ganz speziellen Plan gemacht haben, wie Sie denn an Ihre Mr. Rights kommen. Diese drei Single-Damen wollen nicht mehr allein sein. Gritti, Sabine und Angelika suchen den Mann fürs Leben und testen dabei die Angebote für Singles in ihrer Heimatstadt Hamburg. Den richtigen finden im Großstadtdschungel. Vielleicht klappt das ja in der Flirt-Lounge. Beim Tanzkursus lässt Grit nichts anbrennen. Hast du ein großes Auto? Ja. Na dann. Ja, ich habe hier gerade ganz tolle Unterhaltung gefunden. Also ich habe hier schon den ersten interessanten Gesprächspartner. Und ich finde, das ist die wichtigere Mission, als dann das Tanzen. Erst reden, dann vielleicht tanzen. Sabine hat sich einen Tanzpartner geangelt, doch der tritt ihr dauernd auf die Füße. Ich konnte nicht tanzen, er konnte nicht tanzen und zusammen waren wir zweimal schlecht. Als nächstes gibt's Powerdating. Die Singles haben je eine Minute Zeit, einen Partner im Gespräch kennenzulernen. Danach wird gewechselt. Ich bin sehr viel bei Mediamarkt oder bei Saturn, weil ich mich so dafür interessiere, für die ganzen Geräte, die es da gibt. Die Zeit ist vorbei. Angelika hat's gefallen. Total sympathisch, total open-minded. Also gleich so. Und er tanzt.
Er tanzt wirklich professionell. Für besonders Anspruchsvolle gibt's den Amor-Service. Nach Grittis Vorgaben, wie zum Beispiel Sternzeichen, wird ihr ein Kandidat vermittelt. Mit dem Namen des möglichen Prinzen macht Gritti sich auf die Suche und findet tatsächlich den Mann, der sowieso schon ein Auge auf sie geworfen hat. Ich kann es nicht einfach daran liegen, dass ich sie super hübsch finde. Aber das sind die Männer, das ist ja so, dass so der Wunsch des Vaters Gedanken. Ach so. Ja, aber du bist so schüchtern. Das stimmt, das liegt in meiner Natur. Ja, ich suche einen Job und einen Mann. Beides. Ja, ich weiß nicht, was leichter zu finden ist. So. Beim Tanzen gibt es allerdings gewisse Startprobleme. Bei Gritti ist Fingerspitzengefühl gefragt. Das mit dem Tanzen sagt ja immer eine Menge aus. Und ich weiß nicht, wie wichtig ihm das ist. Also da könnte es dran scheitern. Angelika, Sabine und Gritti im Flirt-Dschungel. In diesem Jahr wollen sie endlich einen Partner finden. Tja, da gibt es ja einige Möglichkeiten, den Partner zu finden. Frau Rasé, was haben Sie denn schon alles ausprobiert? Ja, mit meinen Freundinnen gehe ich gerne oder mit größerem Freundeskreis, also den ich habe, gehe ich am Wochenende gerne auch weg und gehe auch tanzen. Allerdings nicht super gerne, sondern gehe gerne auch mit Freunden privat essen oder koche mit denen zusammen. Aber da lernt man dann niemand Neues kennen. Nee, insgesamt ist der Kreis ja schon vorgegeben. Genau. Mhm. Aber sonst lerne ich auch sehr, sehr viele Männer kennen, beruflich und privat. Also ich bin jetzt auch nicht so besonders schüchtern und ziehe auch Menschen an. Das muss ich schon sagen. Also es ist nicht schwer, Menschen kennenzulernen. Das heißt, Sie gehen auch auf einen Mann zu, wenn der Ihnen gefällt und sagen, wollen wir vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen? Nein, das tue ich leider nicht. Warum? Vielleicht sollte ich daran irgendwann mal was ändern. Aber da bin ich, ich möchte selber erobert werden. Und ich möchte, dass der Mann manns genug ist, mich anzusprechen. Und wenn ich ihm gefalle, wird er schon kommen. Mhm. Also es ist leider, vielleicht liegt es daran. Ach. Man sagt ja immer, die Frau ist trotz allem diejenige, die den ersten Schritt macht, auch wenn sie den Mann nicht anspricht. Kennen Sie das? Also aus eigener Erfahrung beim Flirten? Ich glaube, mit dem Blickkontakt sollte man das auf jeden Fall etwas unterstützen. Mhm. Also Flirten sollte ich auch ein bisschen mehr trainieren. Was ist denn da mal so das Kurioseste gewesen, auf das Sie gestoßen sind? Also entweder im Exemplar Mann oder vielleicht auch als Reaktion auf diese Einladung zum Flirten. Können Sie sich so an richtig schräge Ereignisse auf der Suche mal erinnern? Also ich werde von sehr dubiosen Männern manchmal angesprochen. Die ganzen Netten, die sind alle zu schüchtern. Aber dann die so mutig sind, die es auch an dem Abend bei 20 Frauen versuchen, die sind dann, Süße, ne? Also so, die sind so ein bisschen sehr provozierend und gar nicht mein Beuteschema. Aber, oder bei einer an der Waschstraße. Und da ist mir ein Mann dann hinterhergefahren, weil er gesehen hat, wie ich mein Auto die ganze Zeit gesaugt habe, keine Ahnung. Und hat mich dann bis nach Hause verfolgt und hat dann unbedingt meine Telefonnummer haben wollen. Also die sie natürlich das bei nicht mir gegeben zu Hause haben. Ja, und ich bin Masseur, ich kann ganz gut massieren. Also sehr wichtig, wenn du mir deine Nummer gibst. Aha. Ja, ganz, also lustige Geschichten. Also sie erleben einiges, wie man sieht. Und es gibt eben auch diese Männer, wo man sagen muss, das sind also richtige Scheusale, sogenannte Hallodrehs. Wir haben uns einige dieser Männer angeschaut, die uns Frauen immer wieder die Herzen brechen. Da wäre zum Beispiel Max, der ewige Junggeselle. Er sieht super aus und ist richtig charmant. Raffaela ist hin und weg von ihm. Was man mit dem alles anstellen könnte. Max ist ja so romantisch. Er schenkt rote Rosen, bringt das Frühstück ans Bett und liebt Candlelight-Dinner. Raffaelas Traummann. Zeit, die Eltern von Max kennenzulernen. Aber Max findet immer wieder Ausreden. Je mehr Verbindlichkeit Raffaela will, desto mehr zieht er sich zurück. Bis es irgendwann Peng macht. Und bei Raffaela nur noch Tränen fließen. Aber da wäre auch noch Martin, der Verheiratete. Er sieht super aus und ist richtig charmant. Raffaela ist hin und weg von ihm. Was man mit dem alles anstellen könnte. Martin ist ja so aufmerksam und liebevoll.
Aber Martin ist auch wahnsinnig beschäftigt. Entweder im Flieger oder im Meeting. Aber da ist noch eine Kleinigkeit. Martin ist verheiratet. Er hat schon ein Haus und ein Kind. Aber vielleicht verlässt er ja seine Familie für Raffaela. Aber wahrscheinlicher ist, dass bei Raffaela bald wieder die Tränen fließen. Dann aber lernt Raffaela Clemens kennen, den Schmarotzer. Er sieht super aus und ist richtig charmant. Raffaela ist hin und weg von ihm. Was man mit dem alles anstellen könnte. Clemens liebt echten Champagner und essen gehen könnte er jeden Tag. Die zwei lassen es sich so richtig gut gehen. Und wie viel Stil Clemens hat. Komisch nur, dass er seine Brieftasche fast immer vergisst. Und wenn er sie dabei hat, ist zufällig kaum etwas drin. Raffaela muss zahlen. Die Beträge werden immer größer. Das gefällt Raffaela gar nicht. Wenn sie deswegen streiten, wendet er sich ab. Raffaela ist wieder allein. Aber dann wäre da noch Hans, das Muttersöhnchen. Raffaela ist hin und weg von ihm. Was man mit dem alles anstellen könnte. Die beiden machen es sich so richtig schön kuschelig. Hans ist ja so sensibel. Und wie gut dieser Mann zuhören kann. Hans ist ein echter Frauenversteher. Leider gibt es auch in seinem Leben schon eine Frau. Keine Geliebte, seine Mama. Der alte Drache darf sich in jeder Entscheidung einmischen. Wer die bessere Pasta macht, ist auch klar. Raffaela ist es nicht, denn Hans ist ein Muttersöhnchen. Frau Rasé, kommt Ihnen der ein oder andere Typ hier bekannt vor? Ja, also ich muss schon sagen, die Verheirateten, die blende ich komplett aus. Das sind aber die größte Zahl an Männern, die mich zum Teil auch anspricht. Mhm. Aber die sind für mich komplett tabu. Das sagen Sie dann auch ganz deutlich? Sage ich auch sehr, sehr schnell, dass ich nicht auf dem Unglück anderer Menschen aufbaue. Wird das akzeptiert? Das wird nach ein bisschen Diskussion akzeptiert. Okay. Und, oder die bleiben dann hartnäckig irgendwie. Aber trotzdem, das ist für mich, kommt nicht in Frage. Ich bin auch keine Gefahr für Ehefrauen. Und das sollten die auch spüren. Insgesamt ist der ewige Junggeselle eher derjenige, der mir dann manchmal über den Weg läuft, der sich dann nicht sehr festlegen möchte, der auch der ein oder andere Schmarotzer in der gleichen Person sein kann. Mhm. Okay, und das Muttersöhnchen, das kommt Ihnen jetzt nicht so oft über den Weg? Nee, die blende ich von vornherein aus. Finde ich unsexy. Also viele unterschiedliche Typen und über solche Typen hat unser zweiter Gast ein Buch geschrieben. Scheißkerle, warum es immer die Falschen sind und es ist kein Wunder, dass dieses Buch zum Bestseller wurde. Ja, da ist der Autor, Roman Maria Kreudel, herzlich willkommen. Sie sind nicht nur Unternehmer, Sie engagieren sich für Kunst, sondern Sie schreiben auch noch Bücher. Was soll ich denn von einem Geschlechtsgenossen halten, der ein Buch mit so einem Titel schreibt? Ja, Sie könnten das Buch zum Beispiel mal lesen und danach könnten wir uns darüber unterhalten, ob Sie sich darin wiederfinden. Aha. Und wie muss ich mir so eine Entstehungsgeschichte des Buchs vorstellen? Haben Sie einfach nur zugehört bei vielen Frauen, die Sie gut kennen, vielleicht möglicherweise sehr, sehr gut kennen? Ja, also es ist keine Biografie, nicht? Das ist natürlich. Und auch der freundliche Zuruf, hallo du Scheißkerl am Telefon, hat sich etwas überholt. Die Geschichte war relativ einfach. Ich habe damals eine Freundin gehabt, die brachte drei Freundinnen mit. Dann saßen da also vier Frauen, alle jung, alle attraktiv auf dem Sofa. Und ich war beeindruckt und dann fing die erste an und sagte, also ich habe ja keinen Freund, das ist so wahnsinnig schwierig einzufinden. Mhm. Und dann sagte die zweite, das ist bei mir genauso, und dann sagte die dritte bei mir auch. Und dann dachte ich, das ist ja kurios, ausgerechnet besonders attraktive, junge, charmante Frauen, die voll im Beruf stehen, die man eigentlich gemeinhin für vom Markt hält, ähnlich wie das bei Frau Rasé ist, sind Single. Wie kann denn das sein? Und aus dieser Kuriosität ist dann dieses Buch entstanden. Am Ende des Buchs geben Sie ja auch noch Ratschläge, wie sich Frauen aus dieser Liebesfalle befreien können. Worauf basieren die? Wo haben Sie diese Ratschläge her? Also diese Ratschläge, es gibt eigentlich nur einen guten Ratschlag. Und
dieser Ratschlag bedeutet, dass man sich selbst begegnen muss. Man muss sich auf die Reise zu sich selber machen. Man muss sich mit sich selber und vor allen Dingen mit seiner Kindheit, auch mit seiner Erziehung auseinandersetzen, um herauszufinden, warum man sich nach einem bestimmten Muster immer den gleichen Typ aussucht. Und das Wort Scheißkerl ist ja hier gerade im Süden nicht nur negativ besetzt. Man sagt ja bei euch auch Klaus Scheißerle. Also das hat ja auch was Liebevolles. Es ist aber tatsächlich so, dass Frauen subjektiv das Gefühl haben, insbesondere so Mitte 30, dass sie immer an den falschen Kerl geraten. Und ich erkläre in diesem Buch, warum das so ist. Warum ich mir nach einem bestimmten Muster immer diesen Typus aussuche. Und das hat eben mit der Beziehung zum Vater zu tun. Darüber wollen wir später auch noch mal detaillierter sprechen. Frau Razee, Sie haben das Buch ja auch gelesen. Ja. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, was da drin steht? Also ich habe zum Glück noch nicht so viele Scheißkerle kennengelernt oder habe sie von vornherein erst gar nicht rangelassen. Das ist ja vielleicht mein Manko. Aber ich war ganz erstaunt, wie sehr der Vater in der Erziehung, wie wichtig der Vater in der Erziehung ist und wie sehr er einen prägen kann. Und da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen wiedergefunden. Nun gehe ich davon aus, dass in erster Linie sich Frauen auf ihr Buch stürzen. Nur. Also, nur. Männer lesen nicht, also in der Regel nicht. Ja, also, die wollen vielleicht damit nicht so konfrontiert werden. Nein, sie machen sich nicht auf den Weg zu sich selber. Frauen sind daran sehr interessiert und versuchen herauszufinden, woher komme ich, wohin gehe ich, wie kann ich mein Leben auch verbessern, wie kann ich etwas über mich erfahren. Und Männer negieren das, besonders der Typ Muttersöhnchen. Der wurde ja auch immer geliebt. Wissen Sie, für Männer kommt bis Mitte 30 Liebe wie Wasser aus der Wasserleitung. Da hat einen zuerst Mama geliebt, dann liebt einen die erste Freundin. Und erst wenn Männer verlassen werden, so Anfang 40, und dann vielleicht auch noch ihren Job verlieren oder ein bisschen zu viel Alkohol trinken und das Leben dann eine Wendung zum Schlechteren nimmt, sie zum ersten Mal verlassen werden, dann beschäftigen sich Männer mit der Frage, was ist eigentlich Liebe und wie kann ich sie bekommen? Was muss ich dafür tun, um Liebe zu bekommen, um geliebt zu werden? Wir haben natürlich viele Zuschauerfragen bekommen. Eine wollen wir uns mal anschauen. Wo haben wir denn unser... Ja, das liegt woanders. Ich fange das von selber ab. Ja. Einmal die Zuschauerfrage. Die Zuschauerfrage, bitte. Hallo, ich bin Alexandra Richelsen aus Karlsruhe. Meine Frage ist, stimmt es, dass meine Beziehung zu meinem Vater meine Partnerwahl beeinflusst? Ja, das hatten wir ja gerade. Ne? Total. Ja, total. Die Antwort ist total. Vater und Mutter sind unsere ersten Liebesmodelle. Wir orientieren uns an ihnen. Dieses Buch Scheißkerle ist für Frauen geschrieben. Aber man kann es natürlich auch umgekehrt lesen. Und wir Männer sind natürlich sehr stark aus der Beziehung zur Mutter geprägt. Und auch das ist interessant, einen Mann anzusehen und auch nach seiner Mutter zu befragen und nach seinem Verhältnis zu seiner Mutter zu befragen, weil man daraus natürlich auch Rückschlüsse darauf ziehen kann, wie er sich als Ehemann und Partner verhalten wird. Aber viel bedeutsamer, und das ist eben der erste Schritt, ist die Frage, wie war mein Vater? Was für ein Verhältnis hatte ich zu diesem Vater? Und nun ist es nicht so, dass man jemanden sucht, der so eine Knubbelnase hat wie ich oder eine Brille, sondern wenn man einen Vater hatte, der etwas kalt war, typologisch, vielleicht abwesend, der nie greifbar war. Übrigens auch ein verstorbener Vater ist ein Vater, nur der Platz am Tisch ist eben nicht besetzt. Und wenn ein Vater eben nicht besonders beantwortet hat. Beantwortung ist in dem Zusammenhang, glaube ich, ein schönes Wort. Weil Beantwortung ist das, was wir im Leben suchen von Partnern. Die Frage, wie wir geliebt werden. Und diese Frage ist ganz maßgeblich dafür, wie ich als Frau von meinem Vater beantwortet wurde, aber auch, wie ich mir das Rollenmodell zwischen den Eltern abgeguckt habe. Und das Negative, das suche ich mir interessanterweise wieder. Ja, also wenn mein komisch. Vater zu viel getrunken hat, ja, dann sind Alkoholiker für mich besonders interessant. Wenn er kalt und abwesend war, dann sind so ein bisschen gelackte Business-Typen, die eigentlich sich nicht wirklich interessieren, die sind dann total interessant. Ich könnte es ihnen körperlich vormachen. Ich kann Frauen bei Lesungen dort sitzen haben und dann mache ich so ein bisschen den breitbeinigen, coolen Typen und dann sagen sie, ja, den finde ich interessant. Und wenn sie dann so ein bisschen so schüchtern daherkommen und so und sagen, nee, den eher nicht. Das sind sozusagen Rollenbilder, die wir ganz früh schon in den ersten Jahren, 0 bis 3 Jahre alt, in uns aufgenommen haben. Aber es ist dann nicht jegliche Hoffnung verloren? Man kann dann an sich arbeiten oder geht man in eine Psychotherapie oder was macht man dann? Na, man muss das Ganze ein bisschen nüchterner sehen und Sie haben das eigentlich alles schon vorweggenommen und man kann daran, was Sie eben sagten, sehr schön anschließen. Das Ganze ist, und das klingt jetzt hart und viele werden jetzt aufjaulen, weil wir ja dazu neigen, Liebe zu romantisieren, aber es ist ein Markt. Und es gilt eben, dass Frauen einen hohen Marktwert haben, tut mir leid, dass ich das so formulieren muss, wenn sie jung sind.
Und wenn sie attraktiv sind, da gelten ganz klar körperliche Merkmale. Und Männer, wenn sie mächtig und einflussreich sind, dürfen auch etwas älter sein. Mhm. Und das sind die Marktkriterien. Und wenn sie aus diesen Marktkriterien, der Einspieler hat das ja eben gezeigt, Männer sind besonders dann attraktiv, wenn sie vermögend sind. Und sind oft dann Single, wenn sie weniger vermögend sind. Und bei Frauen ist es genau umgekehrt. Denn Männer möchten keine erfolgreiche Frau. Mhm. Männer sind, wenn sie ihre Karriere sozusagen beendet haben oder wenn sie sagen, jetzt bin ich also reif für den Mann, ich bin jetzt Mitte 30, ich habe eine tolle Position, ich habe Karriere gemacht, ich habe studiert, dann sagen Männer, ja, das interessiert mich aber nicht mehr, ich möchte die 20-Jährige und sind dann mit der Sekretärin davon. Jetzt ist Frau Rasé gerade innerlich ein wenig zusammengeklappt, aber ich möchte ganz gerne noch mal kurz auf das Vaterverhältnis zurückkommen. Mhm. Hatten Sie denn ein gutes oder schlechtes Verhältnis zu Ihrem Vater? Ich möchte das einigermaßen vorsichtig ausdrücken, weil ich erst seit kurzem wieder guten Kontakt habe mit meinem Vater und das mal 15, 18 Jahre nicht stattgefunden hat, dieses Verhältnis. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 war und er war alle 2-3 Wochen dann mal ein Wochenendvater, mal für einen Tag da. Und ich habe mich wieder gefunden, indem ich tatsächlich auch sehen kann, so richtig beantwortet wurde ich vielleicht nicht in meiner Kindheit. Und dann vielleicht war ich deswegen in meiner 15-jährigen Beziehung auch ab und zu ein bisschen anspruchsvoller für etwas, was nicht notwendig war. Weil ich habe eigentlich einen Traummann gehabt, an dem ich immer noch mehr Traummann haben wollte. Keine Ahnung, immer noch was Perfekteres haben wollte. Einiges über das Thema der Sendung haben wir Ihnen wie immer natürlich auch im Internet zurechtgelegt auf planet-wissen.de. Da finden Sie eine große Rubrik über Partnerschaft. Mancher Erklärungsversuch, warum Männer und Frauen nicht so leicht zueinander finden, ist ja auch, dass Männer grundsätzlich Sex wollen und die Frauen wollen halt eine feste Bindung. Die Frage ist aber, ist das wirklich immer so einfach? Unsere Urverwandten lebten in Sippen. Und hier bildeten sich die unterschiedlichen Rollen der Geschlechter aus, die auch heute noch unser Verhalten bestimmen. Er ein Schürzenjäger und sie auf der Suche nach dauerhaften Bindungen? Tatsächlich bindet sich jede Frau, damals wie heute, stärker an eine Gruppe, wenn sie schwanger ist oder pflegebedürftige Kinder hat. Doch ist das Heimchen am Herd nicht längst passé? Und ist der Jäger im Mann, der ständig auf der Suche nach Frischfleisch und Röcken ist, wirklich noch so verbreitet? Statistisch gesehen lässt sich unser Verhalten tatsächlich auf eine kurze Formel bringen. Die Frau will einen Mann und der Mann will Sex. Und zwar mit verschiedenen Frauen. Sie kommt seinem Wunsch nach vielen Partnerinnen möglicherweise unbewusst nach. Hinter ihrer Schönheitspflege, dem Besitz unendlich vieler Paare Schuhe oder dem mehrmals täglichen Wechsel der Garderobe steckt offenbar eine uralte Strategie, die ihm fremd ist. Aber eines ist nachgewiesen. Männer achten auf die Proportionen ihres weiblichen Gegenübers. Frauen hingegen achten bei der Partnerwahl eher auf die Körpergröße. Dieses Maßnehmen, so glauben die Evolutionsforscher, könnte in der uralten Suche nach einem großen Beschützer begründet sein. Was natürlich nicht heißt, dass sich mangelnde Körpergröße nicht durch Intelligenz oder Humor kompensieren ließe. Wie sehr auch moderne Menschen das alte Erbe mit sich tragen, zeigt ein Experiment. Ein attraktiver Lockvogel stellt den Testpersonen 3 Fragen. Wollen wir einen Kaffee trinken? Wollen wir uns bei mir treffen? Wollen wir ins Bett gehen? Immerhin 56% der Frauen ließen sich auf die Tasse Kaffee ein. Bei den Männern waren es 50%. Sich zu Hause treffen wollte kaum eine Frau. Das Bett spontan miteinander teilen gar keine. Aber dafür 75% der Männer. Tja. Da schauen wir doch mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Herzlich willkommen, Professor Karl Grammer. Sie sind einer der führenden europäischen Verhaltensforscher. An der Uni Wien sind Sie und haben den Schwerpunkt Partnerwahl und Flirtverhalten beim Menschen. Was sagen Sie denn zu dem Ergebnis unseres kleinen Versuchs? Das ist ein bekanntes Ergebnis, kennt man schon seit 15 Jahren. Ja, Clark und Hatfield waren die Ersten, die das gemacht haben. Und es ist jetzt kürzlich wieder gemacht worden mit dem gleichen Ergebnis.
Scheint prinzipiell so sein, aber biologisch müssen Sie das ganz anders einordnen. Die Frauen haben das wesentlich höhere Risiko insgesamt, weil ihre, wie die Evolutionsbiologen sagen, ihre Reproduktion sozusagen begrenzt ist und die der Männer unendlich ist. Und deshalb kommt es zu diesem Unterschied, den Sie übrigens bei allen Tierarten finden, die das gleiche asymmetrische Geschehen haben. Gibt es denn da eine Tendenz, dass sich da vielleicht im Laufe der Zeit mal etwas ändert? Oder sind wir wirklich mehr oder weniger festgetackert auf dem Stand der Steinzeitmenschen? Es scheint ziemlich stabil zu sein. Also es gibt jetzt Untersuchungen aus über 60 Kulturen und sie finden überall die gleichen Unterschiede. Nur das Ausmaß der Unterschiede ist unterschiedlich in den Kulturen, aber generell scheint es so zu sein. Das ist ja in gewisser Weise enttäuschend, wenn ich das mal sagen darf. Es ist eine pragmatische Sichtweise, weil es führt letztlich dazu, dass das Ganze, wie schon gesagt worden ist, zu einem Markt wird, wo Angebot und Nachfrage gelten, auf dem biologischen Hintergrund dieser Geschlechtsunterschiede, der vorhanden ist. Wir haben ja gerade gesehen, bei dem Mann sei die Größe entscheidend, wenn eine Frau einen Mann sucht und umgekehrt, da sind die Proportionen bei der Frau wichtig oder die eine Frau hat. Wie kann man sich denn dann aber diese ganzen Ausnahmen der Regel erklären, auf die wir ja doch tagtäglich stoßen? Ja, es geht nicht immer alles gleichzeitig. Also Sie müssen zuerst dieses Mal so, ja, die, was im Vordergrund steht, ist, der potenzielle Partner muss nett und verständnisvoll sein. Mit so jemand, der nicht nett und verständnisvoll ist, kann man keine Beziehung führen. Und dann gibt es Geschlechtsunterschiede, die dahinter kommen. Männer legen eher Wert auf Attraktivität der Frau, Frauen legen eher Wert auf den sozialen Status des Mannes. Und das zum Beispiel ganz interessant ist, dass man jetzt auf einmal findet, dass die Körpergröße des Mannes an sein Verdienst gebunden ist. Je größer der Mann ist, umso mehr Geld verdient er im Durchschnitt. Und zum Beispiel ist es dann auch so, dass die Intelligenz des Mannes für die Frau eine Rolle spielt, aber umgekehrt nicht. Also da gibt es diese Unterschiede, finden Sie in allen Kulturen. Mit der Größe müssten wir mal dem Kollegen Frank Elzner erzählen, oder? Ja, oder Peter Maffay. Also wir haben jetzt über Größe und Proportionen gesprochen. Gibt es sonstige physische Attribute, die wichtig sind bei der Partnerwahl? Ich meine, eines der wichtigsten Geschichten ist Körpersymmetrie. Das wissen wir. Und weil Körpersymmetrie zeigt etwas an, dass der Organismus etwas besitzt, was man als Entwicklungsstabilität bezeichnet. Das heißt, einen symmetrischen Körper aufzubauen, ist ziemlich schwierig. Und das wird dann zurückgeführt letztlich auf etwas, was die meisten Leute eigentlich überraschend finden. Und das ist auf die Existenz von Parasiten. Und zwar das Einzige, was sie nicht gewinnen können, den Krieg im Laufe der Evolution, ist der Krieg gegen die Parasiten, weil die können immer was dagegen entwickeln. Und deshalb ist Parasitenresistenz in der Partnerwahl das Kriterium, um das es eigentlich geht. Und die spiegelt sich in der Symmetrie eines Menschen? In der Symmetrie wieder, Durchschnittlichkeit spielt eine Rolle. Und was natürlich am wichtigsten ist, das ist auch schon angesprochen worden, ist Jugendlichkeit, zumindest auf der weiblichen Seite, weil das einen erhöhten Fortpflanzungserfolg bedeutet sozusagen. Und Sie können, wenn Sie Männer anschauen, dann ist es etwa mit 36 Jahren, ändern die Männer ihre Präferenzen auf der weiblichen Seite um etwa 10 Jahre nach unten. Das geht dann, wenn sie bis sie 50 werden, muss die Frau, die Männer sich wünschen, 20 Jahre jünger sein. Und wenn sie 50 sind? Wenn sie 50, passiert dann? Dann muss, wenn die Männer 50 sind, ja, 20 Jahre, 25 Jahre sollte sie jünger sein, die neue Partnerin. Mhm. Und das ist halt das Problem, dass wenn sie zum Beispiel einen hohen sozialen Status besitzen als Frau auf der einen Seite und natürlich älter geworden sind, und dann wird die Luft in dem Bereich sozusagen dünn. Mhm. Das heißt, sie sind nicht mehr in der Lage, sozusagen auf dem Markt jemanden zu finden, weil sich die sie suchen, umorientiert haben auf einen neuen Markt. So pragmatisch und ernüchternd das ist, so ist es. Mhm. Und ein zweites Problem ist, je länger das sie suchen, umso schwieriger wird es. Also wenn Sie etwa aus einer Studie von uns, die jetzt publiziert wird, kann man zeigen, das sind über 10.000 Leute, dass wenn Sie 10 oder 12 Mal gesucht haben und jemand ausprobiert haben, dann wird die Chance null, dass Sie noch jemand finden. Warum? Weil das Problem ist, Sie passen anscheinend die Anforderungen nicht an. Ja? Das heißt, die Anforderungen bleiben immer oben. Mhm. Und Sie müssten aber theoretisch, wenn Sie länger suchen, auch die nach unten bewegen. Und das wird nicht gemacht. Mhm. Weil egal, welchen Status Frauen besitzen, sie wollen noch immer einen Mann mit einem höheren Status sozusagen. Und die sind halt sehr wenige, wenn wir selber einen hohen Status sind. Der Status ist ein gutes Stichwort. Sie erinnern sich an die Umfrage, die wir gemacht haben. Wir haben nämlich gefragt, wie Männer auf der Straße unseren Gast, Frau Rasé, finden.
Das Urteil war sehr positiv. Und jetzt haben wir Ihnen noch dazu gesagt, ja, passt mal auf, die ist aber ziemlich tough und ziemlich erfolgreich. Wie findet ihr sie denn jetzt? Hier ist das Ergebnis. Wenn Sie jetzt wüssten, diese Frau ist Managerin und verdient sehr viel Geld, würde Sie das stören? Nö. Jeder hat seinen eigenen Job. Der eine verdient mehr Geld, der andere verdient weniger. Damit muss man leben. Nö, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ne? Der Punkt ist, ob da irgendwas entsteht zusammen. Nein, primär überhaupt nicht. Wenn sich das schrecklich auf Ihren Charakter auswirkt, was oft der Fall ist, dann würde mich das nicht stören. Nee. Komisch würde das nicht sein. Das wäre vielleicht eine schöne Beigabe, aber Geld ist nicht alles. Nee, also das schüchtert einen, denke ich, nicht so ein. Wie gesagt, es kommt dann auf den Charakter an. Wenn man eigenständig auch arbeitet und selber Geld hat, wäre es kein Problem. Also abhängig sein wäre der Nachteil. Schwache Männer schreckt sowas ab. Ich halte mich für stark genug, dass mich das nicht abschreckt. Ja. Tja, Professor Grammer, jetzt ist das auch wieder durch die Bank weg positiv. Aber Sie hatten ja vorher ein bisschen schon was anderes aus der Theorie erzählt. Was sollen wir denn jetzt glauben? Männer, flunkern die alle? Nein, den Männern macht der Status der Frau, für die spielt da keine Rolle. Ja? Die legen nur einen größeren Wert auf die Attraktivität. Ja? Das Problem ist nicht die männliche Seite in dem Fall. Das Problem ist das Suchen auf der weiblichen Seite. Nämlich einen Mann zu finden, der noch einen höheren Status hat als man selber. Das ist das Hauptproblem. Und von denen gibt es halt zu wenige. Und die wenigen, die es gibt, die orientieren sich woanders hin. Ja? Das ist das Problem, so ernüchternd das ist. Frau Rasé, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Können Sie das bestätigen, dass es Probleme gibt, wenn Männer auf Sie treffen und dann erfahren, dass Sie einfach sehr erfolgreich sind beruflich? Also ich würde sagen, jetzt so oberflächlich betrachtet, würde ich sagen, die haben damit erstmal kein Problem. Also, Also es wurde noch nicht zum Thema, so nach dem Motto, du bist zu gut in deinem Beruf, du verdienst zu viel, ich gehe dann wieder. Nee, das kommt eher von mir aus, das Problem, dass ich gerne einen Mann hätte, zu dem ich aufschauen kann oder auf Augenhöhe mir begegnet, der gerne ähnlich vom Status her ist. Herr Keudel, ist das etwas, was Sie bei Ihren Gesprächen, die Sie ja viele geführt haben, auch festgestellt haben, dass Frauen tatsächlich auch einen Mann wollen, der mindestens im selben Status ist oder vielleicht sogar höher? Also wollen Frauen, können die überhaupt jemanden akzeptieren, der unter ihnen steht? Mal böse gefragt. Nein. Also ganz schlecht. Ganz eindeutig nicht. Und ich meine, in dem Einspieler eben haben wir natürlich auch Männer gehört, die da ein, nennen wir es mal, gesellschaftliches Wohlverhalten in den Antworten an den Tag gelegt haben. Die sind natürlich gelogen. So ist es nicht. Man weiß, als Mann muss man sagen, ja, ich bringe auch den Müll runter, aber in Wirklichkeit möchte man eine Frau, die das für einen macht, im übertragenen Sinne. Und genauso ist es auch bei der Partnerwahl. Wissen Sie, die sagen jetzt alle, nein, das würde mir überhaupt nichts machen. Ich bin ein starker Mann. Ich finde das gut, wenn eine Frau stark ist und erfolgreich ist. Aber wählen tun sie dann eben die sozial unter ihnen steht, 20 Jahre jünger ist und große Brüste hat. Und das ist eine Realität und das können sie nicht leugnen. Es wird immer wieder versucht, ja, wir sind ja alle als Männer jetzt auch wahnsinnig an Emanzipation interessiert, aber in der Auswahl von Männern an Frauen spielt das überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, es ist ein Nachteil. Und es ist natürlich auch von Nachteil, dass Frau Rasé eigenständig ist und erfolgreich ist und ihr eigenes Leben führt. Männer möchten angehimmelt werden. Sie können einen Mann dauerhaft an sich binden, wenn sie ihn affirmativ beantworten. Wenn sie also permanent etwas Positives über ihn sagen. Schatz, keiner trägt die Wasserkisten so in den dritten Stock wie du. Finden Männer gut. Klingt schwachsinnig, funktioniert aber. Oder wie du wieder eingeparkt hast, das ist einfach wunderbar. Du bist der beste Autofahrer der Welt. So halten sie einen Kerl über Jahre, weil sie ihn positiv bestätigen. Das können sie aber nur, wenn er das Gefühl hat, dass sie zu ihm aufblickt und sie umgekehrt, auch wenn sie sehr erfolgreich ist, und sie haben das ja eben selber bestätigt, ist es so, dass Frauen sehr gerne haben, wenn Männer ihnen überlegen sind, sie zu ihnen aufgehören, da ist diese berühmte starke Schulter, die auch in diesem atavistischen Einspieler zu sehen war. Und hier haben wir das Problem, dass das Ganze eine Pyramide ist. Und diese Marktpyramide wird nach oben eben dünner. Und Frau Rasé steht eben sozusagen in dieser Pyramide ziemlich weit oben. Erstens im Hinblick auf ihren sozialen Status und zweitens
tut mir leid, wenn ich das so sage, auch im Hinblick auf ihr Alter. Und da ist die Luft dann schon relativ dünn, weil Professor Grammer ausgeführt hat gerade, dass Männer sich ab einem bestimmten Alter, und das ist eben das Alter der ersten Scheidung, und deswegen lassen sich die, die sich also vor 20 Jahren verheiratet haben, dann eben mit Mitte 30 wieder scheiden. Vor allen Dingen, weil Männer sich in diesem Alter umorientieren und eine Frau suchen, die 15, 20 Jahre jünger ist. Also manchmal muss man sich auf jeden Fall wundern, wohin die Liebe so fällt. Dazu haben wir eine Zuschauerfrage bekommen. Warum sieht man eigentlich so oft ältere, dicke Männer mit jungen, attraktiven Frauen? Tja, da gehen wir natürlich jetzt wieder zur Wissenschaft. Herr Keudel hat ja sehr plakativ und auch sehr amüsant eben gerade so ein bisschen seine Theorien, die ja gar nicht weit weg liegen von Ihren, geschildert. Da muss doch die Antwort lauten Status, 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 oder? Ja, zunächst ist es mal so, ja, das ist eine Sinnestäuschung, dass man so viele sieht, ja, sondern die fallen einem auf, ja, weil das eher seltener ist. Deshalb ist das so, aber natürlich haben Sie recht, Sie müssen dann nach dem Status des dicken Mannes fragen und nachschauen tatsächlich, wie hoch der ist. Und dann wird sich wahrscheinlich das entweder beweisen, was ich gesagt habe vorhin, oder nicht. Und was ist jetzt mit all den kleinen, dicken Männern, die unsere Sendung gucken und keinen Status möglicherweise haben? Haben die irgendwie noch eine Chance, was zu reißen? Jeder Topf findet einen Deckel. Ja? Weil es kommt nämlich zu etwas, was man als Homogamie bezeichnet. Das ist ein schwieriges Wort. Das heißt aber nichts anderes, wie gleich zu gleich gesellt sich kann. Das heißt, Partner kommen zusammen mit den gleichen Eigenschaften. Das hat man gezeigt in sehr vielen Kulturen wieder. Es gibt keine Ausnahme, dass es Ergänzung gibt irgendwo. Ja? Dass der eine dominant ist und der andere unterlegen zum Beispiel. Sondern zwei Dominante gehen besser zusammen, zwei Unterlegene gehen besser zusammen. Und das ist tatsächlich, was passiert. Und das ist praktisch ein Sortierungsprozess, wo der Markt die gleichen Eigenschaften zusammenbringt letztlich. Und deshalb geraten sie auch immer an den gleichen und angeblich auch immer an den falschen. Mhm. Grundsätzlich noch mal eine ganz andere Frage aus meiner Biografie, wenn ich sie schon mal da habe, nutze ich das schamlos aus. Ziehen sich eher Gegensätze an oder Gleichheiten? Gegensätze ziehen sich an, aber gleich zugleich gesellt sich gern. Das ist das Prinzip. Ja. Es hat noch niemand eine Ausnahme gefunden aus dem gleich zugleich gesellt sich gern Prinzip. Das versucht jeder zu finden und es ist auch in der wissenschaftlichen Literatur der 60er und 70er Jahre. Es hat sich aber im Laufe der Forschung während den 80er Jahren herausgestellt, da ist wirklich nichts zu holen über die Gegensätze. Gut. Herr Keudel, um nochmal auf dieses Phänomen zurückzukommen, der kleine dicke Mann, die armen kleinen dicken Männer und die attraktive junge Frau, das haben Sie in Ihrem Buch auch beschrieben und da kommt es zu diesem Stichwort globale Mutterliebe. Können Sie nochmal erklären, was das ist? Ja, das ist ein Phänomen, das Männer eigentlich, und deswegen, Frau Rasé hat das ja eben gesagt, bin ich ja ein Befürworter, sich Männer zu suchen in einem bestimmten Alter als Frau, die ich die gebrauchten Männer nenne. Die sind nämlich gar nicht so schlecht. Die gebrauchten Männer haben nämlich schon mal verstanden, dass es ganz schmerzhaft sein kann, wenn man entliebt wird. Das ist ja ein passiver Prozess. Aber im gewissen Alter ist doch jedermann gebraucht, oder nicht? Nee, also wenn der mal verheiratet war, wenn der diese Familie verloren hat, wenn der sich von den Kindern trennen musste, wenn der kapiert hat, dass das so auf dem Sofa und dass er immer alles bekommt, also jetzt im Hinblick auf Emotionen, so nicht weitergehen kann, sondern dass er selber aktiv werden muss. Und wenn er selber aktiv werden muss, wenn er sich selber fragt, wie bekomme ich eigentlich Liebe, die er durch die globale Mutterliebe ja einfach zur Verfügung gestellt. Muttern findet ihren Sohn immer gut. Da kann der schon im Gefängnis sitzen. Da sagt sie noch, das ist ein ganzer lieber Bur. Ja? Und ist also der Allergrößte. Das heißt, Männer wachsen damit auf. Und sie werden auch permanent damit gefüttert. Und deswegen sitzen sie auch wie ich in Talkshows und können also bräsig von sich das Allerdollste sagen. Frauen sind da wesentlich zurückhaltender, auch wesentlich differenzierter, hinterfragen sich mehr, hinterfragen ihr Leben, hinterfragen das, was sie selber ausmacht. Männer hinterfragen das erst, wenn es zu spät ist. Da sind sie dann geschieden. Eine Frau hat sie verlassen, dann haben sie einen Job verloren, ist noch der Hund gestorben, dann kommt die existenzielle Krise und dann fangen sie an, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und dieser Weg zu sich selber, sich damit auseinanderzusetzen, wo komme ich her, ist die einzige Lösung. Und die machen Frauen 15 Jahre, bevor sie Männer machen. Und das bringt einen aber dazu, dass man eigentlich mit Männern, die dann Mitte, Ende 40 sich auf den Weg zu sich selber gemacht haben, etwas über sich gelernt haben und auch über dieses Thema Liebe
nämlich Liebe zu geben, etwas verstanden haben, denen kann man sich dann eigentlich ganz gut nähern und man braucht auch keine Angst davor zu haben, dass die Kinder haben oder da die Ex-Frau im Hintergrund ist. Das muss man dann eben auch aushalten, denn man hat ja auch selbst eine Trennungsbiografie als Frau. Okay, also das ist ja schon mal ein wichtiger Tipp. Die Frage ist, wo findet man dann diese Exemplare? Und wir haben mal uns umgeschaut und umgehört, wo denn so die besten Plätze dafür sind. Top 5 Ausgehen. Der Klassiker ist immer noch eine gute Variante. Party machen, in Diskos gehen oder in die Kneipe. Bei einer aktuellen Umfrage haben 17% angegeben, ihren aktuellen Partner abends beim Ausgehen getroffen zu haben. Ich will keine Schokolade. Top 4 die Online-Partnerbörse. Früher waren Zeitungsannoncen der Renner. Schon beim Frühstück konnte man sich über die Ergüsse Suchender bestens amüsieren. Heute inseriert man bei einer Online-Partnerbörse. Die großen, teuren Agenturen bieten ausgeklügelte Psychotests, um Mr. oder Mrs. Right zu finden. In ganz Europa, so eine Studie, geben Singles fast 10 Milliarden Euro für die Partnersuche im Internet aus. Top 3 der Arbeitsplatz. Partnerbörse, Speed-Dating, Single-Kochkurs, alles Quatsch, könnte man sagen. Einfach arbeiten gehen funktioniert auch. Jeder fünfte Deutsche soll sich schon einmal in einen Arbeitskollegen verliebt haben. Klar, wo sonst verbringt der moderne Mensch so viel Zeit? Und solange beide auf der gleichen Hierarchiestufe stehen, halten Psychologen das für unproblematisch. Top 2. Soziale Netzwerke. Besonders junge Menschen lernen sich heute über soziale Netzwerke wie Facebook, Google+ und andere kennen. 1,3 Millionen Deutsche sollen inzwischen einen Lebensgefährten auf diesem Weg gefunden haben. Bei den 30- bis 50-Jährigen lernen sich inzwischen sogar ein Drittel übers Netz kennen. Wer postet und liked, hat viele Gelegenheiten zu flirten. Top 1. Der Freundeskreis. Die meisten Paare lernen sich mit Abstand nach wie vor über den Freundeskreis kennen. Gleichgesinnte kennen Gleichgesinnte und wo die Wellenlänge grundsätzlich schon mal stimmt, findet sich offenbar auch heute noch besonders oft die Person, mit der der Liebestraum in Erfüllung geht. Tja. Und damit Sie sehen, dass diese Top 5 auch nicht so weit hergeholt sind von uns, haben wir auch so eine Umfrage auf Facebook mal gestartet vor ein paar Wochen und haben Sie gebeten, das zu kommentieren. Und die Kommentare decken sich eigentlich so ein bisschen mit dem, was wir gesehen haben. Ja, das ist natürlich meine Lieblingsantwort ganz oben. Das wüsste ich auch gerne, wo man seinen Partner findet. Aber ansonsten steht hier durchgehend entweder im Internet oder hier auf jeden Fall nicht im Internet, sind einige auch der Meinung, sondern im Bekanntenkreis, das, was bei uns ja auch auf Top 1 gelandet ist oder auf irgendwelchen großen Festen. Hier aber auch noch mal die Bekundung, Internet ist doch gar nicht so schlecht oder halt draußen in der Welt. Und hier wichtig, ein Aspekt, erstmal sich selber lieben, dann ist es auch leicht, andere zu lieben. Kann da die Wissenschaft eigentlich auch was zu sagen, dass man, je zufriedener man mit sich selbst ist, auch eine größere Chance hat, einen guten Partner zu finden? Die Wissenschaftler sind mal zu folgender Aussage gelangt. Sie kriegen immer genau das, was sie nicht wollen und genau dann, wenn sie es nicht brauchen können. Ach du Liebe. Das heißt, wenn sie aktiv suchen und sich auf ihre Suche versteifen und so weiter, dann ist nichts mehr zu machen. Ja? Mhm. Das heißt, sie müssen das auf sich zukommen lassen und dann finden sie auch jemanden mit Sicherheit. Ja. Würde mich interessieren, woran das liegt. Das klingt interessant. Ja, weil sie ihre Körpersprache, wenn sie aktiv suchen, anders ausschaut, wie wenn sie entspannt sind und relaxed sind und Sachen auf sich zukommen lassen und nicht dahinterherrennen. Frau Rasé, nun haben wir gehört, im Bekannten- oder Freundeskreis, aber eben auch am Arbeitsplatz werden die meisten Menschen fündig auf Partnersuche. Nun arbeiten Sie ja in einem sehr männlichen Umfeld. Ist das für Sie auch ein Thema oder haben Sie schon mal jemanden kennengelernt durch die Arbeit? Also ich versuche immer als seriöse, kompetente Ansprechpartnerin in dieser dominanten Männerwelt ernst genommen zu werden. Und dementsprechend habe ich dadurch das eigentlich konsequent in meiner Karriere ausgeschlossen, mit den Männern um mich herum zu flirten, weil es in erster Linie um was anderes geht. Und das ist ganz wichtig, um die Seriosität zu behalten. Mhm. Und daher habe ich es tatsächlich vielleicht auch ausgeschlossen, im beruflichen Umfeld mich umzuschauen. Allerdings erledigt sich das sowieso
von alleine, weil weit über 90% meiner Kollegen natürlich verheiratet sind. Und wie ich eben schon erklärt habe, sind die für mich nicht meine Zielgruppe. Wobei das für mich, wenn ich das mal kurz sagen darf, alles sehr nüchtern klingt, was wir jetzt von Ihnen beiden zum Beispiel hören heute. So, als würde man so konsequent auf die Jagd oder auf die Suche gehen. Es kann doch sein, dass man sich zum Beispiel trotz allem im Arbeitsumfeld verliebt. Und was macht man denn ja, dann? Ja klar. Ich meine, es geht natürlich darum, dass wir uns verlieben. Aber wie oft verlieben wir uns wirklich? Und wir leben in einer Realität, die natürlich auch mediengetrieben uns vorführt, dass jeder irgendwie attraktiv ist. 16-Jährige pimpen schon ihr Facebook-Profil und stellen sich bestmöglich dar und tun natürlich auch so, als wären sie wahnsinnig begehrenswert und wären natürlich auch dauernd in irgendwelchen Beziehungen. Und wer nicht in einer Beziehung lebt, empfindet auch für sich einen Mangel. Es ist also wichtig, in einer Beziehung zu leben. Das gehört zum sozialen Status dazu. Die, die nicht in einer Beziehung leben, wollen unbedingt in eine Beziehung rein. Und damit beginnt das Problem. Und ich kann, wenn man vor allen Dingen herausfinden will, was das Problem in einem selber ist, warum man sich entweder immer den Falschen zuwendet oder niemanden findet, nur dazu raten, die Dinge etwas nüchterner zu betrachten und sie auch mal zu benennen und nicht dauernd romantisch zu verklären. Und das machen wir hier. In dieser Sendung, ich mache das in dem Buch, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als mal auf den Punkt zu sagen, so ist es und du musst diese Realität auch endlich anerkennen. Und um im Beispiel von Frau Rasé zu bleiben, wenn Sie mir das gestatten, Sie schließen natürlich schon sehr viel aus. Also wir haben jetzt seit Beginn der Sendung, glaube ich, zum vierten Mal gehört, was Sie alles ausschließen. Und das ist eben ein Problem, denn sie ist, wenn ich das so sagen darf, und das klingt wahnsinnig uncharmant, aber ich ziehe mir das jetzt mal an, es ist natürlich für eine erfolgreiche Frau, die auch gewisse Ansprüche hat und die auch der Meinung ist, sie ist ja selber toll und sie verdient deswegen auch jemanden, der toll ist, viel schwerer einen interessanten Mann zu finden als einer Frau, die ein weniger ausgeprägtes Profil von sich hat, die weniger Ansprüche ans Leben hat. Das heißt, diese Anspruchshaltung, so und so muss er sein, verknappt das Angebot in einer ungeheuren Art und Weise. Moment, darf ich da ganz kurz mal dazwischen gehen? Ich muss jetzt mal eine Lanze für Frau Rasé brechen, weil wir haben Sie ja explizit danach gefragt. Und ich glaube, dass Sie, wenn Sie einen tollen Partner findet, Sie hundertprozentig auch 2, 3, 4, 5, wenn sogar 20 Punkte fallen ließe, von den Punkten, nach denen wir Sie ja explizit gefragt hatten. Und ich muss jetzt noch mal Professor Rammer fragen. Ich hatte ihr ja schon gesagt, sie möchte einen Mann, der ihr die Welt erklären kann. Ich habe Sie explizit auf Wissensmoderatoren hingewiesen. Ebenfalls 38. Also ja, wir wären gleich jung. Könnte man Frau Rasé vielleicht noch so ein paar Tipps geben? Das ist schwierig. Wissenschaftliche? Ja. Wissenschaftliche Tipps sind immer schwierig, weil sie eigentlich keine Tipps sind, weil wir reden nicht über den Einzelfall, sondern über einen Mittelwert einer Population. Deshalb ist es pragmatisch, also nicht sehr gut, den Tipps zu geben. Aber das Problem scheint zu sein, sie müssen tatsächlich lernen, wie hoch ihr eigener Partnermarktwert ist, ja, und entsprechend handeln. Das weiß sie wahrscheinlich, wie hoch ihr Partnermarkt ist, aber sie kann ja nichts dafür, dass dort der Markt, wo sie suchen muss, der Markt dünn ist. Mhm. Das ist das Problem. Man hat mal eine Zeit lang geglaubt, dass Frauen mit hohem Status, die auch noch sehr gut aussehend sind, sich nach unten orientieren. Ja? Also die sich Männer suchen, die einen geringeren Status besitzen, dafür aber attraktiv sind. Es hat sich aber nicht herausgestellt, dass Frauen solche Kompensationsgeschäfte auf dem Heiratsmarkt machen. Ich finde auch, wir sollten auf keinen Fall auf irgendeine Opferrolle aufbauen. Hoher Status und verdammt gut aussehen, ich finde, das ist schon ziemlich ins Schwarze getroffen bei Ihnen, Frau Rasé. So, jetzt ist genug geschleimt. Wir haben nämlich jetzt auch mal ein Experiment gemacht, wie man vielleicht der Liebe so ein kleines bisschen nachhelfen kann. Gucken Sie mal. Hier schießt Adrenalin ins Blut. Wer im Kletterpark in die Tiefe springt, beweist Mut und sucht den Nervenkitzel. Der Herzschlag rast. Kein Platz für Angsthasen. Der richtige Ort für unser Experiment. Wir erklären den männlichen Besuchern, dass sie an einem wissenschaftlichen Experiment zum Verhalten in Stresssituationen teilnehmen. Doch in Wirklichkeit interessiert uns etwas völlig anderes. Sind Männer eher an einer Frau interessiert, wenn sie sie in einer aufregenden Situation treffen? Wir testen die Männer an zwei Orten. Treffpunkt 1 auf der Hängebrücke. Boah. Treffpunkt 2, der Sammelplatz vor dem Kletterpark. Hier sind die Jungs noch völlig entspannt. Und sie sorgt für den zusätzlichen Kick. Lockvogel Elena wird den Ahnungslosen an beiden Plätzen ihre Telefonnummer zustecken. Sie freut sich über Anrufe. Welches Telefon wird häufiger klingeln? Das mit der Nummer von der Hängebrücke oder das vom Sammelplatz?
Die Männer legen los. Action pur. Der Adrenalinspiegel steigt und der Puls rast. Alle sind jetzt total aufgeputscht. Elena wartet schon auf der wackeligen Brücke. Es wird spannend. Die ersten Männer nähern sich der charmanten Trainerin. Zunächst die unwichtigen Fragen. Doch dann kommt man sich näher und näher und noch näher. Zeit zuzuschlagen. Ich kann ja einfach mal meine Nummer aufschreiben. Vielleicht rufst du sie an, würde mich freuen. Die Übergabe lief perfekt. Und nun entscheiden die Männer, rufen sie an oder nicht. Das Experiment läuft mehrere Tage. Elena hat allen Männern ihre Nummer angeboten. Bleibt die Frage, welches Handy hat häufiger geklingelt? Hallo, hier ist Elena. Ich kann leider gerade nicht ans Handy gehen. Sprich doch einfach nach dem Signalton. Tja, das ist die Frage. Verraten wir Ihnen natürlich gleich, aber vielleicht erstmal Professor Grammer. Ich sehe Sie jetzt schon wieder zu Hause sitzen und sagen, jetzt war ja aber ganz schön gestellt und so. Ja, klar, wir haben das natürlich fürs Fernsehen nachgestellt, aber Sie haben ja gehört, das lief mehrere Tage, also auch ohne Kamera. Und es hat so ein Experiment auch so wirklich ein Experiment schon mal gegeben. Ne? Es hat schon mehrere gegeben. Erzählen Sie mal davon. Also das ist so, man hat es früher darauf zurückgeführt, dass die Angst, die Männer ausbilden, da dazu führt, dass sie sich eher den Frauen zuwenden. Aber das Ganze ist so primitiv, leider wie es ist. Sie können diesen gleichen Effekt erreichen, wenn Sie die Männer auf einen Fahrradtrainer setzen. Und das heißt, sobald die Männer ihr Herzschlag nach oben geht und es ist zufällig eine Frau dabei, dann glauben Sie nicht, dass das vom Fahrradfahren kommt, sondern von der Frau. Das ist so einfach gestrickt wie noch was. Sind Sie so blöd, ehrlich? Umgekehrt doch auch, oder nicht? Umgekehrt funktioniert es nicht. Nicht? Nein. Weil ihr cleverer seid. Ja, okay. Aber das heißt, wir sollten Frau Rasé vielleicht den Tipp geben, sich in Gefahr zu begeben? An gefährliche Orte? Vielleicht, ja. Oder in ein Fitnessstudio einfach oder Fitnessstudio. Wo Leute oder Männer explizit auf dem Hometrainer sind. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe letztes Jahr einen Fallschirmsprung gemacht. Da fand ich meinen Tandem-Fallschirmsprung-Lehrer auf einmal auch ganz besonders anziehend. Ha! Einfach, weil ich doch ihm mein Leben anvertraut so, habe. Und jetzt machen wir zusammen einen Schlachtplan. Es warten noch Rafting auf Sie in Österreich. Oh, ja, dann ein Helikopterflug durch den Aletschgletscher. Was kann man noch alles machen, Birgit? Hilf mir. Ich habe einen Tauchschein schon gemacht. Den Tauchlehrer fand ich auf einmal auch nett, obwohl er überhaupt nicht meinem Beuteschema entspricht. Super. Hat die Sendung doch was gebracht jetzt. Ja. Wenn Sie eine Frau rumkriegen wollen, müssen Sie immer mit der baden gehen. Das funktioniert immer. Baden gehen funktioniert. Das ist jetzt aber sehr doppeldeutig, finde ich. Warum das funktioniert, kann ich nicht erklären. Aber ich weiß von vielen Männern, die sagen, also wir gehen dann an den Baggersee oder ins Schwimmbad, dann funktioniert das. Ja, aber das ist doch merkwürdig. Haben Sie es noch nie hinterfragt? Oder vielleicht haben Sie das ja mal hinterfragt. Ich hab's nie. Also das ist ein Phänomen. Es ist natürlich so, dass die Frage, wie man zusammenfindet und warum man zusammenfindet, ist ja die spannendste Frage seit Menschengedenken. Und das Interessanteste an all diesen Versuchen finde ich, dass Männer unglaublich einfach gestrickt sind. Mhm. Frauen überschätzen Intellekt, Frauen überschätzen auch ihren eigenen Intellekt, also die Relevanz ihres Intellektes, um mit einem Mann zusammenzukommen. Das ist alles vollkommen unwichtig. Männer sind extrem einfach gestrickt. Und wenn es mit einem Mann kompliziert wird in einer Beziehung, ist es immer verlogen. Weil Männer, die sich für eine Frau interessieren, zeigen das auf eine sehr ursprüngliche Art und Weise. Wenn sie sich verlieben, da wird Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, da wird unterm Balkon gesungen und da werden also Postkarten geschrieben und Luftballons steigen gelassen. Und wenn er das nicht zeigt, dann ist er eben auch nicht der Richtige, dann ist auch sein Interesse nicht groß genug. Also man sollte sich wie Rapunzel irgendwo zurückziehen und hin und wieder dann das Haar herunterlassen? Es ist ein bekanntes Missverständnis, dass Männer glauben ja, sie sprechen Frauen an. Das stimmt natürlich nicht. Sondern Frauen geben Männern die Gelegenheit, sie anzusprechen. Und viele Männer missverstehen das. Mhm. Frau Rasé, werden Sie etwas aus unserer Sendung mitnehmen? Ja, auf jeden Fall, selbstverständlich. Vor allen Dingen, ich versuche schon an mir zu arbeiten, dass ich offener dafür bin, mich ansprechen zu lassen. Das finde ich einfach auch sehr wichtig und wesentlich. Und wie gesagt, das Buch hat mir natürlich auch noch ein bisschen geholfen. Und die wissenschaftlichen Erklärungen sowieso. Also denken wir werden Sie an verfolgen. Die Gefahr. Genau, die Gefahr. Wir werden verfolgen, wie es weitergeht. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier so offen erzählt haben und Ihnen für Ihre wissenschaftlichen und literarischen Empfehlungen. Ja, und natürlich fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss zusammen.